War es der beste Super Bowl aller Zeiten? Ja, ich habe ja schon gesagt, dass es für mich persönlich zumindest der beste Super Bowl war, den ich persönlich hier erlebt habe. In 16 Jahren. Ich glaube, 16. Super Bowl, irgendwie sowas ist es halt, den ich halt sehe. Viele Experten sagen auch, dass es der beste jemals war. Also erstens Overtime, die Rekorde, die gebrochen worden sind, das Comeback. Matt Ryan selber, also die Falcons selber haben ja auch ein unglaubliches Spiel hingelegt. Das darf man auch nicht vergessen. Und und die Halbzeitshow war grandios. Natürlich, und ich glaube schon... Zu der du uns natürlich nachher ausführlich berichten wirst. Also, ich würde mich darauf festlegen und zu sagen, ja, es war, glaube ich, der beste. Also, was man auch hätte in 10 Sekunden erklären können. Hast du uns jetzt ausführlich erinnert? Ja, deswegen. Also, ich mach's kurz. Ja, aber bei diesem Super Bowl, da fehlen einfach auch so ein bisschen die Worte. Ne? Also, jetzt immer noch Tage danach. Also, der Beginn war überraschend, aber das Finish, muss man sagen, war einfach großartig. Das Comeback der Patriots, beispiellos und insofern sicherlich einer der besten Super Bowls aller Zeiten, aber auf jeden Fall für uns auch einer der besten der letzten Jahre, wenn man mal zurückblickt. Ja, wobei der von zwei, also mein persönliches Highlight ist was anderes gewesen, aber es war das beste Match, sagen wir mal so. Ja. Ich meine, 25 Punkte aufgeholt haben sie. Wie oft kam das vor in der Super Bowl-Geschichte? Keinmal. Nee, keinmal. Der größte Punkterückstand bisher waren 10 Punkte. Aber jetzt frage ich euch, was waren denn eigentlich die größten Comebacks aller Zeiten in der NFL-History? Weil da ist der Super Bowl nur auf Platz 5 gelandet. Der also größte, nicht nur im Super Bowl, du meinst überhaupt in der NFL-History. Genau. In der NFL-History, das größte Comeback, was es je gegeben hat, war ein Defizit von 32 Punkten. Okay. 32 Punkten. Das haben die, oder dieses Kunststück haben die Bills vollbracht im Match gegen die Houston Oilers damals noch, 1992 in den Playoffs. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Auch noch in den Playoffs sogar. Nicht in den Playoffs, ja. Das ist, ja, ich glaube, da erinnere ich mich sogar noch an. Baron Moon als Quarterback. Da warst du, zwei. Ja. Wann war's? Wann? 92. Da haben wir noch Knight Rider geguckt. Boah, ja. Knight Rider. Kann die auch so sagen. Also es war möglicherweise der beste Super Bowl aller Zeiten. Muckis Meinung auf jeden Fall. Ja. Die Fakten sagen es auch. Bei Pitch.